Hallo und herzlich willkommen bei den Aviation Nerds. Mein Name ist Ron. Ich bin quasi so etwas wie der Producer des gleichnamigen YouTube-Kanals. Darüber kommen ja vielleicht die meisten jetzt hier gerade her zu diesem Podcast. Also, jetzt werden sich einige natürlich fragen, warum jetzt auch noch ein Podcast und nicht mehr nur der YouTube-Kanal. Dazu erzähle ich vielleicht erstmal ein bisschen was, wie es zu dem YouTube-Kanal kam. Denn Willi, unser kleiner Pilot, der hat wie wahrscheinlich zehntausende Kids in dem Alter, wenn nicht sogar Millionen weltweit, die Idee gehabt, einen eigenen YouTube-Kanal aufzumachen. Ja, was wollen die meisten machen? Einfach nur Computerspiele spielen und das dann vielleicht dort reinsetzen, diese Let's Play-Kanäle. Also gibt es eine ganze Menge, unterscheidet sich einer kaum vom anderen. Ja, wer es vielleicht ein bisschen lustiger kommentieren kann, der hat vielleicht ein paar mehr Klicks. Ja, das heißt ein paar, also bis zu Millionen ja zum Teil. Aber die haben dann gesagt, nee, ein bisschen eine Idee sollte schon dahinter stecken. Und ja, Willi ist so ein kleiner Simulator-Pilot gewesen. Es ging los mit einem alten Microsoft-Flugsimulator. Ich glaube, es war ein FSX oder so. Damals war noch nicht absehbar, dass Microsoft mal wieder ins Flugsimulator-Geschäft einsteigen wird mit dem FS 2020. Ja, und dann gab es irgendwann mal dazu den X-Plane als aktuelle Software. Ja, super Simulator eigentlich, kann man wirklich sehr, sehr viel dran machen. Ja, und dann entstand eben die Idee mit Björn zusammen, den ich auf einer ganz anderen Schiene kenne. Vielleicht gehen wir da auch mal in den Podcast drauf ein. Ja, also einen gemeinsamen YouTube-Kanal zu machen, die Aviation Nerds, also ja, Leute, die sich einfach mal für das Flugwesen interessieren und da mit der ersten Playlist, die es gab, also von Pilot zu Pilot, die Idee war ganz einfach. Willi also als Simulator-Pilot stellt eine Frage, die ihm vielleicht beim ja, Fliegen mit seinem kleinen Simulator mal aufgefallen ist und Björn antwortet darauf, also als Berufspilot, schon seit einigen Jahren sitzt er ja im Cockpit vorne links. Ja, und das geht eben los von wirklich Grundlagen der Aviation, der Aviation, warum fliegt ein Flugzeug, bis hin zu diversen ja, Teilen am Flugzeug, Flaps, Spoiler, Winglets und so weiter und so fort. Jeder kennt vielleicht die Namen, aber was die genau für eine Bedeutung haben oder was man damit alles machen kann, das weiß ja dann vielleicht doch nicht jeder. Und A kann man, glaube ich, nur wenn man so ein bisschen Interesse hat am Fliegen oder an der Luftfahrt, ist das vielleicht schon ganz interessant. Und für alle, die natürlich auch einen Simulator haben, kann man das dann auch gleich noch anwenden. Also das ist ja dann Willis Aufgabe, der das frisch Gelernte von Björn, der das meiste also bei sich im großen Airbus-Simulator zeigt, dann ja, bei sich auf dem kleinen Simulator, auf dem X-Plane anwendet. Und es ist ja wirklich so, dass diese Flugzeuge in diesen Simulatoren so reell sind, dass man dort tatsächlich so gut üben kann, Flugzeuge zu beherrschen oder zu landen, dass wir es ja sogar geschafft haben. Also unser Weihnachtsspezial hat das ja beinhaltet, dass also zwei 13-Jährige im großen Airbus-Simulator diesen auf Anweisungen aus der Flugsicherung sicher landen konnten. Also, das ist die eine Playlist von Pilot zu Pilot. Dazu haben wir das große Glück, dass wir einerseits Bekannte haben über Björn im großen Airbus-Simulator direkt am Frankfurter Flughafen, wo wir also rein dürfen, wo Björn rein darf, um Sachen zu erklären, also wenn der mal nicht ausgebucht ist. Aber wir durften eben auch schon zusammen mal rein, haben dort Videos aufgenommen und dann mehr oder weniger durch Zufall festgestellt, dass es auch in Dresden einen großen Airbus-Simulator gibt. Und auch die Kollegen dort haben wir kennengelernt. Ganz, ganz nette Mitarbeiter dort, die das ganze Ding also managen. Haben jetzt natürlich das Problem, wie so viele, dass Publikumsverkehr aufgrund der Pandemie nicht zulässig ist. Dort wird also viel gebastelt, dort wird verbessert zum Teil. Neue Software, neue Bauteile und so. Dass also, wenn es dann wieder losgeht, die Simulatoren noch besser sind. Also auch da können wir rein, können dort drin drehen, helfen natürlich auch den jeweiligen Simulatoren so ein bisschen ja, mit unseren Kameras und mit unseren ja, Producer-Eigenschaften ein bisschen Werbung für die zu machen, also für deren Kanäle. Nur eine weitere Playlist ist dann wirklich, wie Björn auch selbst fliegt.
Also entweder im A320 oder im A321. Zufällig eben auch die beiden Lieblingsflugzeuge von Willi. Ja, und das kennt man ja vielleicht auch von YouTube, also diese ja, großen Kanäle hier, Pilot's Eye und so, wo Berufspiloten mit ihren riesigen Adlern also rumfliegen, wo die Flugsicherung sogar mitgehört werden kann. Und ja, auch das ist ganz beliebt bei unseren Nutzern, bei den Aviation Nerds. Wir steuern ja mit großen Schritten auf die 1000 Abonnenten zu, hätten wir nie gedacht. Nach ein paar Monaten wollen natürlich auch weiterhin einen guten Service bieten. Und deswegen ist unser nächster Plan übrigens auch mal Livestreams zu machen, und zwar aus einem der großen Simulatoren. Wir glauben, dass es das noch nicht gab. Viele streamen ja live, wenn sie selbst fliegen, also mit ihren Simulatoren zu Hause. Da sind zum Teil auch tatsächlich Berufspiloten dabei, denen einfach das reelle Fliegen fehlt. Ja, da für alle, die also bei Passenger Airlines sind, die haben natürlich da verwandte Probleme. Die Leute, die Cargo fliegen, da ist das nicht so, denn Frachtflieger sind gefragt wie lange nicht. Ja, und da wollen wir also mit unserer Technik, ja, ich habe ja so ein kleines Regie-Mischpult mit 4 Kameras, also mal reingehen. Und dann wollen wir natürlich auch euch, liebe Nutzer, liebe Hörer in dem Fall oder liebe Zuschauer und Abonnenten von den Aviation Nerds, entweder hier vom Podcast oder eben auch vom YouTube-Kanal dazu holen, also reinschalten live. Wir überlegen noch, ob wir es wirklich per Audio machen, per Discord oder so oder vielleicht sogar mit Video oder eben, was das Einfachste ist, einfach in der Diskussion, dass man da Fragen stellen kann und dass wir die dann an die beiden Piloten, also in dem Fall an Willi und Björn, weitergeben und die dann also live beantwortet werden können. Ist da ja auch ganz interessant. Ja, vielleicht schickt er ja auch unsere Piloten mal in ein paar besondere Situationen. Kann man ja alles einstellen. Plötzlicher Wetterwechsel zum Beispiel oder ein paar Abnormals. Also, dass mal ein Triebwerk ausfällt oder irgend so etwas. Wird ja auch in Simulatoren viel ja, simuliert. Deswegen heißen die übrigens auch Simulatoren. Ja, und was soll das jetzt mit dem Podcast? Ja, das ist, dachten wir zumindest, Björn und ich, eine ganz gute Idee, dass wir uns vielleicht unterhalten. Denn er, wie gesagt, seit Jahren Kapitän auf Airbus-Maschinen. Und ich war lange Zeit Vielflieger, also habe es doch 10 Jahre lang bis in den zweithöchsten Vielfliegerstatus geschafft. Bin also lange weltweit mit der goldenen Karte unterwegs gewesen. Und das ist da vielleicht auch mal so ganz interessant, aus den Erfahrungen von jemandem, der eigentlich nur hinten irgendwo drin sitzt oder manchmal eben auch weiter vorn, also in der Passagierkabine, ja, die Probleme oder Fragen, die dort so aufkommen, mal mit einem Piloten zu diskutieren. Aber dazu kommen natürlich auch technische Fragen. Also ich bin ja von Hause aus eigentlich auch Ingenieur, also habe da sicherlich auch ein gewisses Interesse, noch mehr zu lernen über Flugzeuge, über die gesamte Technik. Und das wollen wir eben so ein bisschen machen in einem Podcast. Ich selbst nutze Podcasts sehr gern, wenn ich zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin. Also schließe ich mein Mobiltelefon ans Auto an und höre dann auf weiten Strecken Podcasts. Ja, also das soll ein neuer Service werden. Wir werden sehen, wie es angenommen wird. Und weiter geht es natürlich trotzdem auch mit dem YouTube-Kanal. In dem Zusammenhang gleich die Bitte an euch. Also im Moment ist das erstmal nur bei YouTube möglich, unter Diskussion oder unter den jeweiligen Videos. Ja, schreibt rein, was ihr für Fragen habt, was ihr für Anregungen habt. Wie gesagt, die neuesten Neuigkeiten wird es demnächst geben. Das werden wir euch dann also zeigen, wenn wir in einen der Simulatoren reingehen, dann mit einer Live-Übertragung. Natürlich wollen auch Willi und Björn demnächst wieder neue Folgen online stellen. Ja, und dann hier natürlich, wenn es Anregungen gibt für den Podcast. Wir werden uns gern unterhalten. Das können wir ja auch mit einer etwas größeren geografischen Entfernung machen. Also dann werden wir alles diskutieren, vielleicht auch aktuelle Sachen, die wir im Internet auffassen. Ja, macht bitte mit. Das ist die Bitte hier. Beim nächsten Mal ist es dann also mit Björn und ein bisschen länger. Ich sage Dankeschön. Dankeschön erstmal schon mal an alle Abonnenten. Im Augenblick sind das also am 17.01., wo das hier aufgenommen wird, 945. Vielleicht haben wir demnächst die 1000 und vielleicht haben wir demnächst einen schönen Podcast, der hoffentlich auch toll genutzt wird. Also macht's gut im Namen von Willi und Björn und natürlich auch in meinem Namen. Ich bin Aaron. Also bis bald.